Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Wir sind immer noch in der Mine des Schreckens, ja. Und haben ja in der letzten Folge Redstone gefunden. Was mich natürlich total freut, da wir das ja sowieso gesucht haben. Und wir sind gerade dabei, unser Eisen zu schmelzen. Das dauert allerdings noch sehr, sehr lange. Na, wir sind ja gerade bei 10. Und in der Kiste hatten wir, was hatten wir? Da hatten wir nicht wirklich viel. Und wir haben jetzt sogar was Gutes, Kürbiskerne. Das ist in dem Sinne gut, dass wenn wir zurück nach Hause kommen, können wir Kürbisse anpflanzen. So, und jetzt werde ich erstmal probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich probiere einfach mal aus, ob ich einen Kompass bauen kann, da ich nicht mal wirklich weiß, wie das funktioniert. Weiß ich jetzt, wie gesagt, wirklich nicht. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal hier spontan. Ah, sehr schön, sehr schön. Einen Kompass. So, ja, mit dem Kompass muss ich mich auch erstmal zurechtfinden, da ich da glaube, dass man hier nie wirklich. Nee, gut, mit dem Kompass kann man nicht viel machen. Aber das kriegen wir dann alles später noch hin. So. Ich gucke mich jetzt erstmal wieder um. Also ich werde jetzt hier in der Nähe bleiben, da das ja hier alles noch durchschmilzt. Und werde erstmal da weitergehen. Und da unten ist zum Beispiel nix. Da ist wieder nix. Da ist einfach nur Schwarz. So, hier ist Eisen. Das können wir uns natürlich gleich wieder mitnehmen. So, hepp. So, das sieht ja hier wieder alles super gut aus. Hier ist nix. Vielleicht hinter der Wand. Ja, man weiß ja nie, ne? Kies, Kies, Kies. Alles voller Kies. Hier ist Kies, da ist Kies, da auch. Ja gut, also dies wird wieder sehr viel Abarbeit werden. Weil wir brauchen ja jetzt eigentlich bloß noch eins, und zwar wir brauchen, was wir brauchen, sind Diamanten. Viele Diamanten, denn ich habe etwas vor. Ja, denn ich will etwas Besonderes machen. Gut, das kennen vielleicht schon viele. Aber wenn es funktioniert, möchte ich gerne ein Portal bauen. Ja, Portal, ne? Aber dazu brauchen wir eben, wie gesagt, sehr viel Diamanten. Und dann würde ich nämlich gerne, da wir ja bei uns in der Nähe vom Haus haben wir einen Lavafluss und Wasser. Und dort können wir dann in Ruhe und gemütlich unsere Netersteine, oder war das Neter? Ja, Netersteine, glaube ich, waren das, ne? In Ruhe bearbeiten. Vorbereiten und dann eben, wie gesagt, ein Portal zum Nether zu bauen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht wirklich, auf die Nether heißen die Steine. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Da muss ich später selber noch mal gucken. So, Eisen haben wir wieder eins. Da haben wir jetzt hier vier. So. Okay, das sieht doch alles soweit gut aus. Die können wir hier lassen. Okay, wir brauchen erstmal was zu essen. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Okay, dann gehen wir mal. Wie gehen wir jetzt am besten mal vor? Also hier ist jetzt unsere Vorbereitungshöhle. Haben wir denn noch ein paar Fackeln? Nee, wir haben bloß noch 16 Stück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ja heiter werden. Aber wir können ja jederzeit wieder neue nachbauen, denn wir haben ja noch genug Holz. Ja gut, sechs Blöcke haben wir noch. Daraus kriegen wir noch sehr viel Holz. Holzstücke. Das reicht schon. Ja. Genau. So. Jetzt gehen wir erstmal hier lang und sehen. Aha, Sackgasse. Na toll, das können wir wegmachen. Spinnwebennetz. Netze könnten wir auch einsammeln, wobei ich da nicht weiß, ob das wirklich was bringt.
Ich guck mal kurz, der Kompass, der taugt jetzt auch nicht wirklich was. Also das wird dann erst so sein, dass wir den nutzen werden, wenn wir aus dieser Höhle sind. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, wie weit wir von unserem Haus entfernt sind. Ja, da ich jetzt nicht die Map habe. Oh. So, auf jeden Fall, was ich höre, ist Lava. Wir sind auf jeden Fall irgendwo auf einem Gebiet, wo sehr viel Lava wiederum fleucht. Hier ist nix. Mal gucken, wie viel Holz, wie viel Kohle ist, Eisen ist es denn schon? 20 fehlt noch. Oh Mann. Naja, gut, wenn man so viel, wenn man so ein hohes Stack an Eisen hat. Boah, Alter, du blöde Spinne. Was ist denn hier unten eigentlich? Hallo? 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 Ja, hier ist zum Beispiel gar nichts, das ist gut. Naja, eigentlich nicht wirklich gut, weil wir suchen ja. Wir suchen und werden nicht fündig. Ach, hier waren wir schon, okay. Gut, Monster kommen jetzt hier anscheinend auch gerade nicht vorbei. Das ist auch schön. 44, Mann, Mann, Mann. Na gut, das kann erstmal vor sich, wie gesagt, vor sich her hin und her brutzeln. So. Wir nehmen mal Spinnweben mit. Mal sehen, für was wir die gut brauchen. Dreier Hammer, vierer braucht man maximal für ein Bettchen. Wobei Bettchen, na, mal gucken. Wir können uns natürlich jetzt auch wieder einen Amboss craften, den wir dann gleich nutzen könnten, um unsere, ja gut, Rüstung ist alles noch relativ in Ordnung. So, das können wir alles noch mal mitnehmen. Es schadet ja nicht. Oh. Oh. Ich höre eine Spinne. Hallo Spinne. Ich baue nur eine Fackel hin. Ich sagte, es kommt nicht näher. Denn ich komme näher. Ganz langsam, ganz langsam. Es ist eine normale Spinne. Attacke! Ah. Attacke! Attacke! So, weg damit. Wenn jetzt hier ein Spawner ist, brauche ich mich nicht wundern, wo dann noch die anderen 10.000 Spinnen angesprungen kommen. Hier ist nichts. Das sieht auch alles sehr, sehr ordentlich aus hier. Alles sehr zugebaut. Jetzt habe ich mich verlaufen. Na super. Wo muss ich jetzt hier? Ach hier. So schnell kann es gehen. Kaum bin ich da, schon habe ich mich verlaufen. So, Eisen. 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 Wir finden natürlich auch immer wieder Eisen. Das ist immer hervorragend. Sackgasse. Super. Und Kohle. Sackgasse und Kohle. Ja, das ist doch eine gute Mischung. So. Schaufel mal kurz hier. Zack. So. So. Na, können wir erstmal hier alles schön wegmachen. Okay. So hier. Haben wir hier noch was? Ja, sehr schön. So. Gut, das sieht doch alles passend aus. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen, das muss natürlich mit. Gibt es keine Widersprüche, das kommt mit. So, alles super hier, alles weg, alles weg. Da kommen jetzt irgendwo ein paar böse Creeper. Zumindest oder ein paar Spinnen. Spinnen sind okay, solange wie es keine giftigen Spinnen sind, weil wir haben die Erfahrung gemacht, giftige Spinnen sind sehr, sehr böse. Es Lava. Das Eisen. War ich hier schon mal? Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Hier unten ist eine Fackel. Und ich höre ein Skelett. Wasser. Okay, hier ist Kohle.
Und ich laufe natürlich hier wie so ein Voll. Aua. Komm her, du. Wo bist du? Hey, du. Willst du mich verarschen hier? Komm her. So. Oh, Zombie, Zombie. Uah. Geh weg. Alter, hier will ich nicht lang. Ich will erstmal wieder zurücklaufen. Oder rennen. Uah, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Zombie. Hilfe. Oh nein. So. Ja, lustig ist es natürlich auch, wenn die Zombies da dran hängen bleiben. Wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Waren wir hier unten? Nee, ne? Hier unten waren wir jetzt. Ach du Heiliger, nee, da will ich nicht hin. Da will ich nie und nimmer hin. So, hier war jetzt auch nichts. Wo war denn jetzt? Hier war die Sackgasse, genau, so. Na, hier war die Sackgasse. Hier war nichts, da war nichts. Ich bin doch von da gekommen. So, hep. Nee, von da bin ich nicht gekommen. Da ist doch die böse Lava. Hallo? Hier bin ich, von hier bin ich, genau. Ja, so schnell kann man sich verlaufen hier. Zumindest ich verlaufe mich schon wieder total. Das ist unfassbar, wie gut ich mich hier. Ah, hier, sehr schön. Oh, fertig, sehr gut. So, was brauchen wir nicht? Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das kann weg, das kann weg. So, Kies kann weg, Erde kann weg, Eisen bleibt hier, denn wir nehmen ja alles mit. So, haben wir alles. Also das bleibt jetzt sowieso hier. Den Ofen werde ich wahrscheinlich auch hier lassen. Als kleines Andenken, falls wir mal wieder zurückkehren werden, irgendwie, irgendwo, irgendwann, dass wir dann wissen, aha, da haben wir mal gebaut. Gut, so, und jetzt gehen wir einfach mal dahin, wo das Wasser war. Da waren zwar jetzt auch ein paar Zombies, so wie ich das gehört habe, aber das soll uns nicht stören. Wir gehen da jetzt rein und machen sie ka. Da war doch was Grünes. Hallo? Hallo, Herr Skeletti, was willst du denn hier? Komm her. Zack, zack, zack. Nein! Dammit, was zum Teufel? Hey, wieso? Was? Wieso bin ich vergiftet? Hallo? Wer war das? Au, au! Hey! Aua, was zum Teufel war das? Was war das? War das eine Kackhexe? Rennt hier irgendwo eine Zombie? Warst du das? Ne? Rede, warst du das? Warst du das, du blöder Zombie? Nein, natürlich war. Ein Creeper, Heilige. Ja. Komm her, Herr Creeper. Geh weg! Ach, du blöder. Na wohl, hier kann ich jetzt weiter langlaufen. Hallo? Hallo? Oh nein, eine Hexe. Eine Hexe, es ist eine Hexe. Wo denn? Ah, jetzt ja, eine Hexe. So. La 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 la. Zombie, du bist tot. Und du bist auch gleich tot. Gibt's hier einen Spawner? Ich sag mal, ja, hier gibt's irgendwo einen Zombie-Spawner, ne? Weil so viele wie hier ange. Oh nein, ein Skelett. Bam. Bam, bam. Komm, tot. Sehr schön. Gut, also mit Hexen lege ich mich generell nicht wirklich so gerne an, beziehungsweise habe ich mich noch nie angelegt. Hier gibt's Eisen. Da sind wieder Skelette in Überfluss. Gibt es einen Skelett-Spawner? Na, was hast du vor? Komm her. Na, was hast du vor? Na, was hast du vor? So. Ah. Okay, hier scheint es irgendwo ein Skelett-Spawner. Alter, häng ich gerade fest? Ja, ich häng fest. Komm weg. Gehst du weg? Oh, verdammt, ich hab das Licht ausgemacht. Schnell wieder an. Ah. Oh, geil. Wie sieht es denn hier aus? Ah. Alter, willst du mich verarschen? Geh weg, geh weg! Nein! Aua! Au, 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 ho, ho, ho. Du verkackter Creeper, ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Ja, ich hasse dich so sehr. Du scheiß Creeper. Machst einem das Leben echt schwer. Oh. Nehme ich mir mein Eisen, lasst mich doch alle in Ruhe, ihr blöden Monster hier. Ihr könnt mich alle mal. Ich mag euch nicht.
So, jetzt fällt ja alles über uns zusammen. Sehr schön. Soll ich irgendwie noch prakt. Okay, 17. Was haben wir? Was verbirgt sich dahinter? Werden wir vielleicht doch irgendwo mal eine Möglichkeit finden, Diamanten zu finden? Also wir finden jetzt sehr viel Eisen. Gut, Diamanten sind generell immer schwer. Also die gibt es immer rar. Die sind immer rar, die Diamanten. Rarität. Immer gut für Raritätenjäger. Na, da haben wir das erstmal so wieder gemacht. Und gucken wir mal, was verbirgt sich hinter dem Wasser. Eine Höhle ohne irgendwas. Okay, das ist auch nicht schlecht. So. Gut, uns gehen die Fackeln aus. Dann machen wir einfach mal zack. Und machen hier mal zack. So, 12 Teile haben wir. Gut, das ist gut. Dann machen wir mal 12 Fackeln. So. Oh. Ich höre doch da schon wieder was. Ich höre wieder was. Habe ich aufgenommen? Ja. Ich höre wieder einen blöden Zombie. Einen blöden Zombie. Mal gucken, da ist Wasser. Kann man hier einfach mal spontan dem Wasser folgen oder wird man dann gleich wieder aufgegabelt von einem Skelett? Die la 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 la. Ganz ruhig, es sieht uns nicht. Ha! Bang, bang, aua! So, du blödes Skelett. Ja, toll, ich sehe natürlich jetzt aus wie Schweizer Käse. Schön durchgerippt. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm her. Kommst du her? Blöde Junge. Also gibt es hier sowas? Ich weiß es gerade selber nicht, ob es hier. Nee, okay, hier scheint es keinen Spawner zu geben. Hier gibt es ja nichts. Hier gibt es ja nichts außer Eisen. Und natürlich Kohle. Warum auch nicht? Kohle braucht man ja eh unendlich. So. Ja, ich weiß, hier zu arbeiten im Dunkeln, das ist nicht so gut. Aber ich muss sagen, ich muss, sorry, aber ich muss gerade selber mal mich loben, da ich noch lebe. Normalerweise wäre ich in so einer Situation wie jetzt schon längst gestorben. Aber ich bin da schon ein bisschen Hut ab. Einige werden denken, ach, das ist doch Kriegikram. Ja, schon, aber ich bin halt immer bei sowas hier gestärpselt. Und naja. Oh, da unten ist schon wieder ein Zombie. Zombie ist in der Haus. Bum, 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 bum. Und kriegt jetzt eine drauf. Na komm her. Oh, hallo. Ihr habt eure Freunde mitgebracht, wie ich sehe. Jetzt wird schon die Sache ein bisschen radikal. Nam, 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 nam. Zombies, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz auftanken. Seid ihr alleine? Seid ihr zu zweit? Oder zu dritt? Oder zu vier? Oder wie viel ihr auch immer seid. Kommt her. So. Geh weg. Haha, der ist gestolpert. Das gesehen, das gestolpert. Na komm, na komm, na komm. So, na kommst du. Na kommst du her. So. Blöder Zombie, Mann, Mann, Mann. Ich hab die Nase voll von euch. Und jetzt kommt irgendwo ein Monster her, wo ich mir denke, so, oh Mann, schlimmer kann's nicht werden. 10 Creepers. Hallo? Wo bin ich denn hier? Ja. Super, habe ich mich jetzt hier irgendwo. Hallo? Oh, da hinten ist es dunkel. Ach, jetzt bin ich wieder hier oder was? Hier. Ah, nein, 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 geh weg. Ja, komm, explodier, aber nicht vor mir. So. Kommt hier noch einer? Meine Güte. Oh, hier geht's rum. Ey, was zum Teufel? Wieso läuft er jetzt auf. Ah, okay. Nee. Creeper ist ja nicht explodiert. Also warum läuft er jetzt das blöd. Zombie, ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Ich komme zu dir heute Nacht. Ach, guck mal, der hat ja ein Stück. Was ist das?
Was ist das? Ist das ein Stück Holz für mich? Ach, wir sind jetzt wieder hier an der Gegend, wo die Hexe war, wo ich total Panik hatte und gesagt habe, nee, da gehe ich nicht hin. Aber der hat Holz für uns. Hey, Zombie, na super. Das wir natürlich nicht aufnehmen können, da wir schon beladen sind. Was können wir wegwerfen? Eigentlich nix, ne? Ach doch, den Zaun können wir wegwerfen, weil da können wir ja dann später wieder was craften. Wenn wir dann nach Hause kommen und... Oh, was ist da oben? Was ist da? Was ist das? Das ist ein Zombie mit goldenem Helm. Wunderbar. Zombie? Geht's dir gut? Ach, guck mal, der ist zu blöd zum Laufen. Der kommt nicht mehr hoch. So, jetzt kommst du nirgendwo mehr hin, mein Freundchen. Ja. Jetzt boah, auf den Kopf gegeben. Einer auf den Kopf. Oh. So, schön, ne? Schön hier hochlaufen. Da hier hoch, hopp, hopp, hopp. Gut, also wir haben jetzt, wie gesagt, erstmal den Kompass erfüllt. Erster Auftrag hauptsächlich wurde erfüllt. Da unten ist ganz viel Kacklava, was ich natürlich nicht sehr gerne sehe. Weil wie gesagt, wir wollen ja dann später, wenn es mit den Diamanten klappt, wollen wir ja den Weg bauen. Was gibt's hier? Alter. Das sieht ja hier nice aus. Oh oh, ich höre schon wieder Geräusche, Hilfe. So, da eine Fackel, Ja, ihr wisst selber. Fackeln, Fackeln, Fackeln. So, wenn jetzt hier einer runterhuckt, ne, ich schwöre dir, ich... Ne. So. Sehr gut. Können wir die wieder mitnehmen. Haben wir wieder 10. Ja, wir haben jetzt soweit hier alles ausgeleuchtet. Was uns aber trotzdem nicht viel bringt, denn die kommen ja trotzdem wieder. So teils, teils. Also es kommen jetzt nicht so extrem wieder, aber so 1 bis 2 oder 3 ungefähr kommen dann schon wieder. So, hier, jetzt, wir laufen im Kreis, ich merk's gerade selber. So, hier war die schöne Stelle gewesen mit dem verkackten Creeper, der uns total erschreckt hat. Aber das war wirklich so, der hat uns wirklich erschreckt in dem Moment. Ich habe wirklich gedacht, Alter, das kann nicht sein. Ja, vor allem, wenn du die Geräusche hörst, das Zischen und denkst so, alles friedlich. Skelett. Nein, hat's uns gesehen? Ja, es hat uns was hat denn das für eine Augen? Na gut, egal. Komm her. Na komm. Sehr gut. Skelett ist down. Alter, wenn wir hier mal runtergehen, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich dieses blöde Skelett im Auge. Hallo? Okay, hier ist eine gute Strategie, damit uns dieses blöde Skelett nicht einfach so hinunterschubst. Hallo? Alter, nein! Blöde Spinnwebe. Komm her. Komm her, wenn du was willst. Kommst du her? Nein, nein, nein. Hilfe. Ah gut, eins muss ich sagen, Skelette sind nicht blöd. Zumindest das nicht. Weil die kommen nicht automatisch mit. Ey, Alter, das tut weh. So, jetzt hast du das Pech. Geh heulen. Geh zu Mama. Hallo? Oh ne, gut, ach mein Gott, ey, was ist denn hier nur los? Oh Gott, hier ist ja nur Lava am Start, ey. Hier ist nur Lava am Start. Ich werde mal hier eine Fackel hinbauen. So, ne? So ein bisschen Beleuchtung, das passt. Da unten ist ein Creeper, oder? Was ist da unten? Ich würde ja am liebsten sagen, können wir in das Wasser reingehen und einfach mal da runter schwimmen? Aber da, oh mein Gott. Also da unten finden wir bestimmt das, was wir suchen. Da unten ist auch Licht. Na gut, ist ja kein Wunder, da ist ja Unmengen an Lava. Wenn hier kein Licht wäre bei der Lava, dann weiß ich auch nicht. So. So, dann nehmen wir das erstmal mit. So,
Ja, und da würde ich mal sagen, da mache ich ab hier mal wieder eine kleine Folgenpause. Und ja, in der nächsten Folge dann. Gott, Verzeihung. In der nächsten Folge dann werden wir in diese Höhle hinabsteigen, beziehungsweise werden wir da runter gehen und da ist schon ein Creeper, der auf uns wartet. Und vielleicht finden wir dort Diamanten und vielleicht noch ein bisschen Redstone und ja, Diamonds und das Ganze oder Smaragd. Brauchen wir zwar jetzt nicht wirklich, höchstens für ein bisschen Blöcke, Smaragdblöcke bauen. Hier ist eine Fackel. Ich glaube, hier waren wir schon. Glaube ich, dass wir dort schon waren? Ja, ich glaube es. Ja, na, auf jeden Fall werden wir dann hier runtergehen und mal sehen, was uns da erwartet. Und ich sage erstmal Tschüss und ja, schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Da rennt gerade ein Zombie rum und naja, gut, den werden wir dann später erledigen. Und jetzt erstmal Tschüss.